Moin Moin, willkommen bei Kaffee Company, da scharf am Start. Und zwar mit Gremlins Inc. Ja, Gremlins Inc. Was ist los? Ein neues Spielfeld, neue Karten, ein paar kleine Veränderungen bei den Charakteren. Schauen wir uns doch mal an, was hat der neue Patch heute gebracht? Heute, am 19.10., gerade erst rausgekommen. Ich habe, bevor ich dieses Video gestartet habe, erst ein paar Downloads gemacht. Einiges passiert. Schauen wir uns mal an, Gremlinopedia. Und zwar dürfte einmal eine Veränderung gewesen sein, hier, bei dem Spieler. Hier hat sich Zocker verändert. Und zwar konnte man vorher, jedes Mal, wenn man eine Karte mit dem Spieler im Casino gespielt hat, einen weiteren Zug machen. Dies geht nun nicht mehr so einfach. Und zwar muss man nun eine beliebige Summe im Kino, im Casino, nicht Kino, gewinnen. Ja, wäre lustig, wenn es ein Kino geben würde, ein Kino-Gremlin. Naja, wer weiß, vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber im Casino einmal drehen und gewinnen. Also es ist so eine 50-50-Sache, ob man einen Zug geschenkt bekommt. Das schwächt den Spieler natürlich extrem, finde ich zumindest. Also, ja. Genau, bei den anderen Charakteren ist eigentlich, soweit ich weiß, alles gleich geblieben. Ja. Genau. Ich kann mal kurz schauen. Beim Verdammten, den ich einmal recht schwach empfunden hatte. Nein, das hat sich nicht weiter geändert, wirklich nur der Spieler. Ansonsten gibt es neue Karten. Also die sind jetzt glaube ich nicht mit diesem Patch rausgekommen, aber ja, es gab sie. Und zwar einmal bei der Bank. Haben wir für den Banker eine neue Karte, den Bankomat. Sie bekommen das Gold, das andere Spieler in der Bank investieren, um ihr Plus zu verbessern. Das heißt, das ist so ähnlich wie die Fähigkeit vom... Moment, ich... vom Manager, der jedes Mal alle Stimmen bekommt, die jemand im Büro verkauft. Und genauso ist auch diese Fähigkeit hier zu verstehen vom Banker, von der Karte, der Bankomat. Der Banker hat die Fähigkeit nicht, das wäre wow. Ja, nur diese Karte, der Bankomat hat diese Fähigkeit. Für 507 Punkte finde ich das ziemlich heftig, eine ziemlich starke Karte. Also, ja, was soll man anders sagen, eine ziemlich starke Karte, 7 Punkte, wow. Also man kann sich das gut vorstellen, ne? Eine gute Investition im Vergleich, also eine gute Investition sieht aber nicht mehr so geil aus wie einfach der Bankomat. Also wow. Und auch 5 Punkte zum Laufen, eine extrem starke Karte. Ja, Casino-Karten gab es keine neuen. Beim Gericht auch nichts Neues. Bei der Hölle eigentlich auch nichts Neues. Im Gefängnis auch nichts Neues. Hier dürfte es auch nichts weiter Neues gegeben haben. Schon etwas älter ist auch diese Karte hier, Konterbande. Zeigen Sie allen Spielern Ihre Karten. Sie bekommen 2 Punkte für jede kriminelle Karte und 50 Gold für jede geheime Karte in Ihrem Blatt. Extrem stark. Ja, also für jede kriminelle Karte 2 Punkte zu bekommen. Also ich finde das eine ziemlich krasse Karte. Ja, ich bin gespannt, wie sich die auswirken wird. Ich habe seitdem noch nicht wieder gespielt. Bei der Fabrik gibt es eigentlich auch keine weiteren neuen Karten. Ja, Veruntreuung und Perestroika sind die neuen Karten hier, aber ansonsten sind keine weiteren hinzugekommen. Ja, ein Gegner ihrer Wahl fehlt ein Punkt und 10 Einkommen und 1, 2, 3 wird man verhaftet. Ansonsten bekommt man einfach das hier geschenkt ohne einen Malus. In der Bank, die böse Status, die neueste Karte. Da gibt es ansonsten auch nichts Neues. Bei den Polizeikarten hat sich nichts geändert. Hier hat sich nämlich auch nichts geändert. Ja, bei den Ungemachen dürfte das Neueste immer noch hier Brand sein. Da hat sich ansonsten auch nichts weiter getan, wenn ich das so auf einen Blick sehe. Nein. Also Brand ist einmal 50
Gold bekommen, dafür 2 Punkte verlieren. Ja. Es sind 2 neue Songs dazugekommen. Ich kann, leider nicht, ach doch hier, sagen, welche Songs es genau sind. Kleines Felix, ne, ne. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, ist glaube ich, denke ich, gar nicht so wichtig. Wobei die Musik hier immer ziemlich cool ist. Ich würde sagen, wir starten mal eine individuelle Partie mit der neuen Karte Urwerk-Kolonie. Ich mache hier einfach mal 50 Punkte. Ja, was die KI macht, ist eigentlich ziemlich egal. Ich stelle sie mal auf normal. Und dann schauen wir uns mal die neue Karte an. So, wir sehen hier direkt wie immer 6 Karten zur Auswahl. Ja, ich starte als Tüftler. Das heißt. Okay, ich kann, müsste erstmal schauen. Okay, also. Schauen wir uns das Ganze mal einfach an. Wir sehen, dass diese Map etwas kantiger ist als die andere. Also, die andere hatte mehr so einen runden Flair. Der große Unterschied ist auch, dass hier sich die Reihenfolge der Spots verändert hat. Ja, also wir sehen immer noch, dass Astralebene, Bank und Schatzkammer immer noch sehr nah beieinander liegen und auch ungefähr wie vorher. Das Casino liegt jetzt hinterm Gericht. Wir sehen auch hier, dass die Fabrik jetzt vor dem Büro liegt. Also die wurden getauscht und die wurden getauscht. Ansonsten haben wir hier den Schrottplatz und den Markt immer noch in der gleichen Reihenfolge. Sind aber, glaube ich, ja, immer noch ja, auf gleicher Distanz fast. Sogar ein bisschen weiter weg voneinander. Ich glaube sogar ein bisschen weiter weg. Ja, das Gefängnis ist immer noch hinterm Schrottplatz. Oder jetzt eher hinterm Schrottplatz. Vorher war es hinterm Markt. Aber Gefängnisausbruch führt immer noch zum Schrottplatz. Genau. Ja. Dann sieht man hier eigentlich eine Menge Rotationsmöglichkeiten. Außer für den Markt. Also der Markt hat so keine Rotationsmöglichkeit. Man kann hier nicht drum gehen, man muss wirklich einmal hier außen rum gehen. Also man kann, so wie vorher auch beim Markt, nicht rotieren. Wenn man zum Markt geht, hat man die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung. Dieses Spielkonzept ist gleich geblieben. Dann haben wir hier den nächsten Entscheidungspunkt, und zwar ob wir die Schatzkammer mitnehmen wollen und dann zur Bank. Oder ob wir zur Astralebene gehen wollen, wenn wir in Hirn kommen. Neu ist auch, dass hier kein Ungemachsfeld vor der Schatzkammer ist. Das heißt, vorher sind viele Spieler nicht zur Schatzkammer gegangen. Aus dem einfachen Grund, dass das Ungemachsfeld davor war. Und das kann sich nun ändern. Weil, ja, es ist ja einfach freies Gold. Ich meine, es ist schon ein Umweg von 2, 4, 6. Ja, es ist ein Umweg. Keine Frage. Von 5 Feldern. Aber es könnte sich lohnen. Also ich wüsste jetzt nicht so genau, ob ich den Umweg... Also klar, wenn ich die Karte habe, zack, gehe ich dahin. Und die Schatzkammer hat ziemlich gute Karten. Ziemlich gute Karten. Dazu müsste ich hier, ups, hier suchen. Schatzkammer, wenn wir uns das mal anschauen. Ja, das sind eigentlich hier diese, also böse Statue, eine super gute Karte. Oder vergrabener Schatz auch, uralte Schriften. Extrem gute Karten. Ja. Ansonsten kommen wir hier zur Bank und dann ist genau das Gericht dahinter. Das ist auch ein bisschen strange. Hinter der Bank das Gericht. Aber man hat halt hier wirklich immer die Möglichkeit, also wenn wir mal den kürzesten Weg suchen, diesen Rotationsweg ohne großen Malus,
haben wir erstmal die Möglichkeit. Wir können hier lang gehen. Und hier können wir uns jetzt entscheiden, nehmen wir den großen Malus mit, zum Beispiel Ungemachtsfeld, dann können wir sehr schnell rotieren. Oder aber nehmen wir das Bestechungsfeld hier mit. Oder ich glaube Steuerfeld. Wie auch immer. Dann können wir hier nochmal einige sparen. Und dann auch mal hier hochgehen. Also das hier wäre zum Beispiel eventuell ein recht attraktiver Weg. Das sind gar nicht so viele Felder zum Rotieren. Dann haben wir ja, die Möglichkeit hier lang zu gehen. Auch interessant. Es hält natürlich, also was ich sagen muss, durch diese ganzen Abzweigungen hier auf dieser Karte, was ich auch sehe, man kann hier einfach rotieren. Man kann hier wirklich so rotieren. Interessant. Also hier gibt es eine kleine Rotationsmöglichkeit, auch hier. Natürlich immer mit dem Bestechungsfeld dazwischen. Aber es ist die Möglichkeit gegeben, man kann auch hier so eine größere Runde rotieren. Ja, man konnte das, also das hatte ich ja nicht auch nicht verändert. Man konnte vorher auch beim Gericht rotieren. Ja, das ist auch so ungefähr der gleiche Rotationsradius wie vorher. Und beim Casino auch. Das ist, glaube ich, hier sogar ein bisschen kleiner geworden. Das ist geblieben. Was sich verändert hat, ist die Fabrik. Vorher konnte man sehr, sehr schnell bei der Fabrik rotieren, wenn ich mich nicht irre. Und hier ist der Weg jetzt doch schon um einiges länger geworden, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Es kann auch sein, dass es kaum Unterschied gibt, aber die Rotationsmöglichkeit ist immer noch gegeben. Beim Büro haben wir auch diesen kleinen Rotationsweg hier. Beim Schrottplatz haben wir auch die Rotation hier. Ja, auch eigentlich noch ähnlich wie vorher. Der Ausweg aus dem Knast heraus ist etwas kürzer geworden. Also man hat jetzt, glaube ich, ein, zwei Felder weniger. Und hat dann die Entscheidung, hier zum Inferno zu gehen oder zum Markt. Interessant. Ja. Und das zum Schluss, das Inferno. Also auch bei der Bank gibt es keine Rotationsmöglichkeit. Ja, wir sind hier, kommt der Weg nicht zurück. Das ist wirklich dann der lange Weg, den man nochmal gehen muss. Gleiches Konzept wie vorher. Bei Inferno sind wir hier, haben wir auch die Rotation drin. Eigentlich auch relativ wie vorher. Außer dass ein Goldfeld fehlt. Wenn ich mich recht entsinne. Bei der Rotation im Inferno. Das ist interessant. Es fehlt ein Goldfeld. Also der Kartenaufbau hat sich eigentlich kaum verändert, so von diesen Rotationskonzepten und den Malus-Konzepten. Also man hat immer eine bestimmte Bestrafung, wenn man irgendwo hingeht. Die einzige große Veränderung, die ich hier wirklich sehe, ist ja, der Malus bei der Schatzkammer durch das fehlende Ungemachtsfeld ist weg. Es ist auch ungefähr der gleiche Weg wie vorher, der Umgangsweg, glaube ich. Ich glaube, man musste auch zwei Felder hoch. Ne, man musste sogar drei, vier Felder hoch. Das ist sogar kürzer der Weg, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Könnt ihr ja gerne nochmal selbst nachprüfen. Aber okay. So, wie sind diese Goldfelder hier verteilt? Okay, wir haben ein Goldfeld nach dem Knast. Das ist immer noch genauso wie vorher. Eins bei Inferno ist auch so wie vorher eigentlich. Man muss sich entscheiden, ob man Richtung Inferno geht, wenn man das Gold hier mitnehmen möchte. Das ist so geblieben. Interessant. Wir haben hier auch die Wahl, ob wir zur Schatzkammer gehen wollen oder übers Goldfeld. Das könnte die Schatzkammer natürlich wieder ein bisschen abschwächen. Weil wir natürlich zwei Malusfelder haben und dann würfeln müssen, lohnt sich die Schatzkammer natürlich nicht mehr, wenn man keine Karte mehr hat. Also würde ich wahrscheinlich auch empfehlen, dann die Abkürzung hier zu nehmen. Aber es ist natürlich sehr, sehr abhängig vom Spielverlauf. Und was man gerade natürlich gerade für Karten hat. Ja. Das Gericht war nicht so wie vorher. Ich überlege gerade, ob die Gesamtrotation ein bisschen schneller geht. Bin mir aber nicht so sicher.
glaube, sie ist schon etwas kürzer. Mit diesem Malus hier. Ja, wobei, kann man nicht sagen. Nein, nein. Vorher konnte man komplett einmal schräg übers Feld drüber gehen mit einer Karte. Das kann man hier nicht. Also diese Blitzaktion. Mal schnell irgendwie vom Casino direkt zur Fabrik zu gehen. Wie man hier sieht, das geht nicht mal. Also einmal so quer übers Feld drüber. Das wäre hier so ungefähr. Am Marktplatz Casino, das ist schon ein weiter Weg. Das konnte man vorher mit so 8 Schritten, glaube ich, machen. Ja, das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Interessant. Also da haben sie ein bisschen Schnelligkeit rausgenommen, finde ich. Ansonsten, ja, hat sich eigentlich. Ich meine, die Veränderung der Reihenfolge spielt eigentlich keine so große Rolle. Weil die Karten ja auch zufällig reinkommen und. Ja, entweder man hat die Karten oder man hat sie nicht. Man wird sie ja sowieso wieder in der gleichen Reihenfolge abspielen. So viel hat sie also nicht verändert. Wie gesagt, das große Motiv, es ist alles eckiger und kantiger, nicht so abgerundet wie vorher. Ja, der Hintergrund ist jetzt auch nicht so anders, also vom Konzept her, wie der vorherige. Da hat sich also auch nicht so viel geändert. Ja, also ich sehe eigentlich recht wenige Innovationen bei dieser Karte. Sie ist fast identisch mit der vorherigen Karte. Hat, ja, so vielleicht ein paar kleine Änderungen. Man muss sie vielleicht wirklich mal anspielen, um so eine dynamische Veränderung zu sehen. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch einfach mal tun. Einfach mal so vielleicht ein, zwei Runden rumlaufen. Um so zu sehen, was sich hier denn machen lässt. So, Perestroika bringt mir erstmal nichts. Ich will schon ein paar hohe Karten haben. So, schauen wir noch mal. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Strecken hier sehr kurz sind zwischen den einzelnen Stationen. Also 5 bis hier und wieder 5 bis hier. Dann haben wir hier mal eine längere. In der 6 schafft man es auch bis hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also mit zur Bank kommt man nicht mit einer Karte. Tatsächlich. Wir haben hier das Unkemassfeld. Fällt mir auch gerade auf. Immer noch eine Dreierentfernung vom Gefängnis. Es ist immer noch genauso übel wie vorher. Also Dreierkarten gibt es halt ziemlich häufig und dementsprechend ist es immer sehr, sehr schwer hier auszuweichen. Goldfeld hinter der Fabrik ist neu. Interessant. Das würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal mitnehmen. Das ist interessant, dass hier ein Goldfeld ist, so mittendrin. So. Und nun, hier sieht man schon, ich habe hier eine Karte und hier zwei Karten, die ich verwenden kann. Komme jetzt mit einer 5 recht einfach hier runter. Und werde jetzt, ich würde mal sagen, links da verwenden, einfach mal 2 Punkte. Wir können die Truhe hier gerne mal öffnen. Ja, so eine Standardtruhe. Da hat sich auch nichts geändert. Ja, ich würfel mal. 1. Ist klar. So, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier zurück zum Büro zu rotieren. Recht schnell. Schaffe es aber auch nicht mit einer Karte. Also, man sieht hier, ich komme nicht mit einer 6 komplett zurück. Muss mich dementsprechend jetzt schon entscheiden, wie ich hier noch lang gehen wollen würde. Ich würde sagen, ich gehe nach hier oben Richtung Bank. Einmal mit der 6er Karte. Ich spiele Hausdurchsuchung aus. Und er ist direkt hier hingegangen. Das heißt, ich würde hier eine von denen wählen. Ich würde mal die Bankkarte wählen. Ja, nichts Gutes auf der Hand. Alles klar. Wie man sieht, ich habe mich jetzt entschieden, hier vorbeizulaufen. Und komme jetzt auch nicht mehr zurück zum Marktplatz. Ist natürlich eine interessante Information.
So. Ja, Wahlkampagne. Hier, ich würde mal Wahlkampagne weghauen. So, haben wir Dividende. Das ist jetzt schon so ein bisschen verstrickt. Ich habe Karten nur hier unten. Und würde jetzt schon fast dazu neigen, eben hier diesen kürzeren Weg zu laufen. Aber natürlich habe ich hier eine Karte, die ich auch recht effektiv einsetzen kann. HCD Express. Komm. Hauen wir raus. Ja. Interessant ist natürlich, dass nach dem Gefängnis nicht mehr das Casino ist. Weil das Casino hat immer noch so recht einfache Karten gehabt. Damit meine ich so Karten, für die man keine großen Ansprüche braucht, die einfach Geld geben, zum Beispiel. Ja, oder recht günstig sind. Ist auch interessant, weil Fabrik hat natürlich recht teure Karten. Aber der Markt natürlich auch. Also man muss sich vorstellen, Spieler werden sehr oft im Gefängnis landen. Und das hat natürlich die Dynamik, dass viele Spieler immer wieder diesen Weg hier gehen werden müssen. Wobei sie hier jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit haben, im Gegensatz zu vorher, hier abzubiegen. Aber eben auch sehr, sehr oft am Markt vorbeizulaufen. Und der Markt hat natürlich so ein paar hinterhältige Karten, ja. Das kann natürlich schon eine neue Dynamik reinbringen. Das ist ziemlich gefährlich, finde ich. Oh. Ja, da ist auch die Verbindung zum Server abgeschmiert. Wahrscheinlich liegt das auch gerade am neuen Patch. Ich kann das wahrscheinlich ja nicht laden, weil es einmal abgestürzt ist. Ja, ist da ein blödes Ende jetzt, aber ich würde sagen, ich habe so ziemlich alles preisgegeben zu der Karte, was mir so aufgefallen ist. Ich könnte jetzt hier doch nochmal schauen im Multiplayer bei Rangliste. Sehe ich über irgendjemanden? Die Lobby ist leer. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht, wie es mit der Karte aussieht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich werde mich einfach mal in die Rangliste anmelden und eine weitere Folge machen. Also, bis dann.